Und das Toilettenpapier hängt falsch. Das ist nicht akzeptabel. Wer benutzt denn so ein Toilettenpapier? Alter, das muss nach außen rollen, quasi in die Richtung runter, nicht an der Wand runter. Oh, das ist ja richtig scheiße. Wortwörtlich. Ekelhaft. Kein Wunder, dass die Welt hier zugrunde geht. Jetzt mal ohne Mist, ekelhaft. Wenn man sich nicht gescheit den Hintern abwischen kann, wo soll's denn enden? So, und damit ein herzliches Willkommen zu Fallout 4. Ich habe mir letztens das Handygame von Fallout runtergeladen. Das ist so ein Aufbausimulator mit Fallout Figuren. Und scheiße, das hat mir so Spaß gemacht, dass ich tatsächlich Bock hatte, Fallout 4 einfach zu starten, zu streamen, Spaß zu haben und einfach von vorne zu beginnen. Ich weiß nicht, wie uns und wie lange uns die Reise begleiten wird. Ich habe eigentlich vor, das komplett durchzuspielen. Ob das jetzt funktioniert, das ist die andere Frage, weil es ist ein scheiß fucking riesiges Rollenspiel. Aber wir werden einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, es einfach immer mal wieder zu spielen. Das wird so erstmal mein Hauptgame, was ich zocke. Vor allem, weil ich ja sowieso Hogwarts Legacy erst im April spielen kann, weil ich keine Next-Gen-Konsole habe und der Rechner... Ich weiß gar nicht, ob das auch zum 10. oder 7. auf dem PC rauskommt, Hogwarts Legacy. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir werden ein neues Spiel spielen bei Fallout 4. Die Leute, die Bock haben auf richtig cooles Rollenspiel-Feeling mit Craften, mit Sammeln, mit coolen Geschichten, netten Nebendialogen, generell mit coolen Dialogen, NPCs und Sidequests, der ist bei Fallout 4 auf jeden Fall aufgehoben, sehr gut aufgehoben. Natürlich gibt es auch bessere Spiele. Ja, was heißt bessere Spiele? Witcher 3 ist halt einfach ein Meilenstein, muss man halt einfach dazu sagen. Aber man will das ja gar nicht vergleichen. Das sind halt unterschiedliche Spiele. Witcher 3 ist halt ein eigenes Spiel. Fallout ist halt in dem Fallout-Universum. Und ja, ich bin halt ein riesiger Fan von diesen Bethesda Games. Von diesem ganzen Rollenspiel-Gedöns von Bethesda. Gerade Morrowind, The Elder Scrolls, die ganze Reihe. Skyrim, ganz weit oben. Und ich habe richtig Bock auf Fallout. Und deswegen starten wir jetzt eine neue Session mit Fallout. Ja, ich möchte ein neues Spiel spielen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei meinem alten Charakter war. Ist egal. Nicht wundern, ich bin ein bisschen verschnupft. Das ist super nervig. Sowohl wahrscheinlich für euch als auch für mich. Wahrscheinlich für mich ein bisschen mehr. Aber wir kriegen das schon hin. Die Ladezeiten sind soweit ganz okay. Beziehungsweise eigentlich sind die nicht okay. Die sind richtig beschissen. Also... Die Ladezeiten von dem Game sind richtig kacke. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Die haben das auf jeden Fall nicht umsonst implementiert, dass wenn man irgendwie gestorben ist, man muss neu laden, dass man dann lädt. Und wenn es dann geladen ist, das Spiel mit einem A-Drück auf Xbox-Button starten muss, damit es dann noch läuft. Ja, damit man quasi einfach während der Ladezeit erstmal Kaffee holt. Ach, guck mal hier, jetzt geht's los. Bethesda Game Studios Presents. Fallout Nummer 4. Und wie gesagt, damit noch einmal ein herzliches Willkommen zu einem Meilenstein, der 2015 rausgekommen ist. Wir werden jetzt erstmal schön die Geschichte Krieg. Hören und ich halte die Fresse. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt.
es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Oh Gott, ich habe vergessen, wie episch dieses Intro ist tatsächlich. Fuck. Wirklich, ohne Scheiß. Richtig, richtig geil. So, also jetzt mal wirklich ohne Mist. Heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Na, ich hoffe, das klappt alles mit der Sound-Einstellung. Es war tatsächlich gerade ein bisschen leiser. Ich musste es ein bisschen lauter auf meinem Headset machen. Aber ich hoffe, es reicht, wenn ich es auf meinem Headset lauter mache. So, wir können uns natürlich jetzt ein bisschen neigen und unseren Charakter erstellen. Das ist so ganz typisch für Bethesda-Games. Was können wir denn machen? Gesicht 1, Gesicht 2, 3, sorry, 4. Oh, der sieht ganz schnieker aus. Den nicht so. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine riesige Palette. Ich weiß gar nicht, ob das generell vorgefertigte Chars sind oder ob das jetzt einfach nur zufallsgeneriert ist. Okay, da ist eine. Ja, wo ist denn hier unser? Nee, der nicht. Der war eigentlich ganz nett, tatsächlich. Lass uns doch mal gucken. Also ich bin gar nicht so der Charakter-Editor-Boy, tatsächlich. Ich mache da gar nicht so viel. Hauptsache, ich kann da ein bisschen was machen. So Kleinigkeiten, keine Ahnung. Das ist halt ganz geil. Der Charakter-Editor ist halt wirklich sehr nice gemacht. Ich werde uns einfach mal eine ganz normale Frisur machen. Irgendwas Normales. Was ist schon großartig normal? Etwas, was mir gefällt. Okay, so. Huch. Oh nein, ich muss wahrscheinlich das Y wieder invertieren. Das ist eigentlich eine ganz schnieke Frisur. Oh, die ist sogar noch viel besser. Ja. Was haben wir denn noch? Oh ja, die ist sogar noch besser. Ja, komm, wir bleiben beim Rebell. Ja klar, war ich beim Friseur. Komm, lass mal, was machen wir denn? Angegraut. Ja, machen wir stahlgrau? Nee. Machen wir tiefbraun? Ja, tiefbraune Sache. Ja, tatsächlich, die steht dir wirklich sehr gut. So, Mund komplett. Ganz ehrlich, ich lass einfach den Mund machen. Was geht bei den Augen so? Was kann ich da jetzt großartig machen? Wie gesagt, ich bin gar nicht so der Charaktermensch. Vor allem, weil wir den ja sowieso generell nicht so oft sehen. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist grüne Augen. Ich mag aber sehr hellgrüne Augen. Ja, weil ich bin ein sehr großer Fan von Final Fantasy 7. Und da war Cloud immer mein Lieblingscharakter. Komm, 3-Tage-Bart, das ist eigentlich ganz geil. Rebell. Ja, ganz ehrlich, das müsste doch eigentlich passen, oder? Hier, Geschlecht, machen wir Körper. Komm, wir sind ein richtiger Muskelprotz. Können wir auch groß sein? Okay, krass. Okay. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Jetzt mal ohne Mist. Guckt euch das mal an. So, muskulös und jetzt. Alter! Hier, das ist ja crazy. Wie dünn. Und jetzt ein bisschen hoch. Das ist ein ziemliches Muskelpaket, du. Hier geht's einfach. Ja. Okay, alles klar. Yo. Dicke Arme und dicker Bauch. So ist das doch wunderschön. Wir können das auch natürlich in die Mitte machen. Ach ja, hier, guck mal. Wir können natürlich. Ah, alles klar. Ja, komm, wir machen hier einfach so einen dicken Muskelprotz. Gesicht ist eigentlich ganz nice. Das lassen wir so. Aber wir sind eigentlich fertig, gell? Oh ja, jetzt mal wirklich. Komm, das ist doch ein richtig schniekiger Charakter. Ja, fertig. Vor allem mag ich die Synchronstimme von ihm. Denn das ist die Synchronstimme von Dr. Cox aus Scrubs. Da ich die Serie liebe, hammergeil. Da ich den Sprecher super mag, mega geil. Und das Toilettenpapier hängt falsch. Das ist nicht akzeptabel. Wer benutzt denn so ein Toilettenpapier? Alter, das muss nach außen rollen, quasi in die Richtung runter. Nicht an der Wand runter.
Oh, das ist ja richtig scheiße. Wortwörtlich. Ekelhaft. Kein Wunder, dass die Welt hier zugrunde geht. Jetzt mal ohne Mist, ekelhaft. Wenn man sich nicht gescheit den Hintern abwischen kann, wo soll's denn enden? Unabhängig davon, dass einfach eine Schere auf dem Spülkasten liegt, beziehungsweise auf dem Spülknopf, was halt auch scheiße ist, weil dann hast du A, was im Weg und B, schneidest du dich im Worst Case und du hast ja halt einfach eine fucking Zeitung, The Old Post, als was? Handtuch, Abputzding, greifst du nach hinten, wenn du einfach ein bisschen Zeitung lesen willst beim Kacken. Alter, dieses Toilettenpapier triggert mich wie Sau, gell? Da finde ich es nicht mal schlimm, dass sie gerade so komisch am Spiegel hängt und ich mich nicht mal reflektieren kann. Ja, du machst das wunderschön. Okay. Furchtbares Toilettenpapier. Also die Anordnung. So. Haben wir jetzt genug? Das ist erst einmal unser Haus. Ich muss jetzt gar nicht großartig spoilern. Fallout kennt man, Fallout 4 kennt man. Das ist wie gesagt 8 Jahre alt, das Spiel. Man weiß, was jetzt in den nächsten Minuten passiert. Es ist wichtig, wie man danach reagiert. Das ist auf jeden Fall unser Zuhause. Es ist wunderschön. Mit ein paar Bildern, mit ein bisschen Radio. Und ich mache es aus, weil mir die Musik auf den Sack geht. Hier ist ein wunderschönes Bild. Kann ich zoomen? Nö, ich kann nicht zoomen. Okay, hier haben wir noch ein Kinderzimmer tatsächlich. Hier, guck mal. Hi, mit Sean. Na, das ist doch gut. Dann geht es dem auf jeden Fall schon mal prima. So, hier haben wir unsere Waschküche mit Mr. Handy. Warum der Mr. Handy hat... Guten Morgen. Ist das so? Finde ich gut. Ich muss mal ganz kurz... ich muss doch mal ganz kurz die Soundeinstellung ein bisschen höher machen. Ich muss einfach hoffen, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Gesamtlautstärke machen wir noch mal ein bisschen runter. Aber ja, ich hoffe, das passt so. Weil mir ist das doch auf den Ohren ein bisschen leise. So, moin, kann ich mit dir reden? Danke, Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Immer. Kaffee ist Liebe. Sugarbombs. Wenn nicht ein geiles Frühstück, dann Sugarbombs. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Kommt drauf an, wie viel man von dem Scheiß frisst. So, hi. Was sollen wir, also was können wir machen? Schatz. Wir sollten Cotsworth demnächst mal wieder warten lassen, das oder? Okay, du guckst nach unserem kleinen Sean. Meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ja, wahrscheinlich. Also hoffe ich, das ist halt eine Maschine, gell? Aber ja, ist halt 2077, so ist das halt. Was ist das? Holla, ach, guck mal. Oh, ich kann hier die... Lass mal... Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Ach krass, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Lustig. Ich finde das halt so lustig. Weißt du, totales Future-Settings, aber so ein Kack-Fernseher. Moin. So, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich... Ach so, ja klar. Ah ja, da hinten Vault-Tec, ne? Moin. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Okay, und was willst du? Reden Sie weiter? Schön, Sie anzutreffen, Sir. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ist das so? Ja, dann hau mal raus. Hier bin ich! Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Oh Gott, das wird sogar mit Sternchen. Dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Vault 111. Geil! Hab ich Bock drauf! Also für die, die das nicht wissen, der Vault ist quasi so ein Atomschutzbunker. Es gibt... Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, mindestens 111. Und da ist man halt einfach sicher. Da wird einfach eine eigene Kolonie aufgebaut, wenn irgendwas sein sollte. Ich bin etwas in Eile. Ja. Wissen Sie?
Ja, es tut mir leid, ich bin immer noch gestört von diesem Sternchen, Lachsternchen. Wir sind hier nicht bei ICQ zu frühen 2000er Zeiten. So, haben wir genug Platz? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Okay. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Da bin ich gespannt. Ja, dann sind wir mal sarkastisch. Das Ende der Welt? Na endlich. Das ist die richtige Einstellung. Oh je. Also danke. Ah, jetzt können wir uns skillen. Okay, das habe ich vergessen. Okay, die Stärke repräsentiert die reine physische Kraft. Den Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst. Das ist schon mal sehr gut. Machen wir auf jeden Fall viel. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Da werden wir irgendwann später nochmal drauf zukommen. Es ist ja jetzt erstmal die Charakterentwicklung. Es gibt hier mehrere oder sieben Statussymbole, sage ich jetzt mal. Also Stärke, klar, kann man mehr aufnehmen. Ist man ein bisschen stärker. Die Wahrnehmung. Ist für die Waffenpräzision unseres Wets, die Ausdauer, wie lange wir laufen können, Charisma, wie wir andere überzeugen mit unserem Charme, nenne ich es mal, Intelligenz, die Fähigkeit, wie viele Erfahrungspunkte wir überhaupt erhalten, das machen wir auch viel, die Beweglichkeit, Reaktionszeit, das Geschick, Schleichen ist auch immer gut, Glück. Oh, Glück zeigt, wie gut das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und den. Oh, komm, machen wir doch hier einfach mal. Charisma sind wir auch sehr nice. Warning machen wir auch. Ausdauer. Ja, es ist aber. Ja, komm, machen wir. Wir machen hier so einen Mittelwert. Was machen wir hier noch? Wahrnehmung. Ja, komm, das ist. Ja, jetzt haben wir hier doch mal einen ordentlichen Mittelwert. Jetzt mal wirklich. Komm, das ist doch traumhaft. So, und jetzt? Kann ich jetzt zurück, oder? Ach so, Name. Ja, dann machen wir. Natürlich. Gut. Da, Tourette. Gut, natured. Traumhaft. Kann ich jetzt Attacke machen, oder was? Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Board. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Geil, habe ich Bock drauf. Danke. Können wir ruhig schlafen? Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Die haben wir doch alle. Ah, nein. Okay. Du hast kurz was gehört. Los. Ja, ich gehe ja hin. Ich gehe ja hin und wo ist er? Da ist er. Komm, wir kümmern uns an den Kleinen. Hi! Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Oh, das ist Das sagt mir goldig. ein bisschen. Das mag er. Okay, sehr gern. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Na, hoffentlich. Ja, können wir machen. Ja, gute Idee. Sir? Das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Okay. Ah, falsche Richtung. Boise. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner Was hat Sender er scheint gerade gesagt? abgebrochen zu sein. Oh Wir nein. haben. Es kommen. Oh, Scheiße. Mein Gott. Okay, super. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Okay, du hast schon. Das ist prima. Ach du Scheiße. Wo muss ich denn hin? Hier lang, oder was? Komm. Kann ich helfen? Ja, okay.
Ja, wir müssen. Wir müssen auf jeden Fall gehen. Das Traurige ist, ich finde Fallout 4 sieht weitaus besser aus als Fallout 76. Das kam weitaus später raus. Aber egal. Ach komm, lass uns rein. Komm. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, was? Danke. Ach, viel Glück, Mann. Gott sei Dank. Gott uns helfen. Vielen Dank. Komm auf. Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, wow, das kann ja nur gut werden. Scheiße, verdammte Axt. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. In die Mitte. Okay, das kriegen wir hin. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Na. Okay, fuck. Ja, rau. Alter. Oh, fuck. Das war damals schon ziemlich episch. Wenn man da irgendwie mitfühlt, immer noch extrem heftig. So, mit wem sind wir jetzt da? Ach, guck mal. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Na, hoffentlich. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Okay. Eine Minute, Alter. Das waren 10 Sekunden. Aber dass das hier leckt, ist, glaube ich, nicht so geil, gell? Also, ich meine nur, das könnte auf Dauer ziemlich ätzend werden. Kann ich mit dir reden? Hallo. Ja, ist okay. Meine Fresse. Welcome home. Okay. Wie kann ich nochmal... Ich würde gerne wechseln. Ich würde gerne aus der Ego-Perspektive wechseln. Geht das so? Nee? So? Auch nicht? Darf ich hier langlaufen? Ach, tatsächlich. Ja, gerne. Wenn er mal hier weggeht, Mr. Abel. Ja, okay. Gib her. Danke. Und was jetzt? Ja, okay. Ja, dann mach mal. Hast du deinen Anzug? Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichen Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Ja, natürlich. Das kann ja nur gut sein. Komm. So was. Entschuldigung. Ja, Alter, warum sind die so unfreundlich? Entschuldigung. Hier entlang, bitte. Ja, wir machen. Okay, das sind die. Okay, okay, okay. Der Wort bereit für die Zukunft. Kommen Sie mit. Ja, und jetzt? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug. Moment, ich soll erst reingehen und dann den Anzug anziehen, oder was willst du von mir? Entschuldigung. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben es nicht eilig. Hilfst du mir mal? Ja. Ich wollte dir helfen, ich hab dich nicht gehört, es tut mir leid. Ich höre dir sonst immer zu. Jetzt war es einfach gerade, keine Ahnung, es tut mir leid. Zeit für ein ganz neues Leben. Okay. Okay, okay, okay. Und jetzt werden wir eingefroren. Yay!
Okay. Irgendwas stimmt nicht. Was? Und warum sie? Kann ich raus? Nee, ich kann hier nicht raus. Ey! What? Du kleines Stück Scheiße. Oh shit, das habe ich ja komplett vergessen. Ach du Scheiße. Was eine Scheiße. Oh fuck. Wow. Zeitreisen für Anfänger begonnen. Komm schon, das muss doch irgendwie aufgehen. Es geht nicht auf. Warum geht es nicht auf? Fehler in Kryoanlage. Alle. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Na endlich. Komm schon. Alter, was eine Scheiße. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Das ist halt kein Traum gewesen, gell? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ach du Scheiße. Es funktioniert nicht. Fuck. Diese gehen alle nicht auf. Alter, sie sind alle tot. Kann ich mein Inventar öffnen? Nee, ich kann nichts öffnen. Ich kann nichts machen. Kann ich... Nee, geht nicht. Nee. Okay. Und wie komme ich jetzt hier raus? Ah, hier, oder? Alter, wie zum Teufel komme ich jetzt hier raus? Ah! Ah, okay, das war komisch. Das ist doch nicht normal hier. Unzugänglich. Alter, ich hab hier keinen Vault-Tec-Mitarbeiter. Meine Fresse, wo ist denn der Scheiß? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nee. Ich weiß nicht mehr, was hier damals war, gell? Aber ich finde ich geil. Gefällt mir richtig gut, dass ich nicht mehr weiß, was da damals war. Guck mal, wir können hier alles mitnehmen. Geil. Ah, oh, das mag ich. Was haben wir hier in dem Sicherheitsterminal? Was geht hier? Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Vault 111 Sicherheitsanweisung. Was haben wir denn da? Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Vault L111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Ach du Scheiße. Insubordination oder Behinderungen des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen.
Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Ach, super, danke. Betriebsprotokoll, was ist das? Aufnahme von Bewohnern? Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden, um bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryptokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln sind in Gewahrsam genommene Person zu entsorgen. Was? Sind in Gewahrsam genommene Person zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Ja, danke für nix, Alter. Entwarnung, Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Aufzeichnung für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Och ja. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert darum kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Und was haben wir hier? Die obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Ja, Alter, was ist das für eine Verschwörungskacke, Mann? Ich habe mir die Nachricht noch nie so richtig durchgelesen, gell? Meine Fresse. Okay, wir sind am Arsch. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber wir sind am Arsch. Drücke jetzt hier, um anzugreifen. Okay, kann ich dich angreifen? Ja, komm. Ah, guck mal. Ein paar Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Ja, ein Riesen. Alter, ich habe keine Ahnung. Ein Riesen fucking Kakerlake, Mann. Gefällt mir auch nicht. Nimm's so hin, wie es ist. Ist am Arsch. Alles. So, was haben wir? Freizeitterminal. Willkommen bei Vault-Tec Aufseher-Memo. Ah. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, TJM, Say. Okay, kenne ich alle nicht. Okay, dann. Da fuck, ist das ein Spiel? Ach du Scheiße, das ist ein Donkey Kong Klon! Ja komm, auf geht's. Das habe ich auch ganz vergessen. Geil! Okay, komm auf. Easy peasy. Komm, das schaffen wir. Hoch mit dir. Oh nein! Ach, direkt tot! Dein Ernst? Ach, fuck you. Ich will dieses Ding aufsammeln. Nee, kann ich nicht einfach so hochklettern. Alter, wenn ich das Ding auch treffe! Wirklich jetzt? Komm, wir machen das jetzt nochmal. Kann ich auch runter? Nö, kann ich nicht. Na, das ist ja nett. Das ist ja wirklich nett. Komm, hoch geht's. Ja, das könnte hässlich werden. Aber haben wir geschafft. Jetzt mal ehrlich, das ist gar nicht mal so leicht, gell? Kann ich jetzt schießen oder was kann ich da machen? Ja, wow, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ah ja, okay, dafür kriege ich Punkte. Na komm, dann lass doch mal hier. Das ist halt wirklich wie Donkey Kong, gell? Geil! Stark! Komm, das schaffen wir. Uah! Aber ich kann hier nicht hoch, gell? Ich kann aber auch nicht... Nein, nicht quitten. The fuck? Na, das ist ja nett.
Ey! Ja, ich will das Spiel verlassen. Kann ich es mitnehmen? Komm, gib her. Danke. Das nehme ich mit. Das spielen wir nochmal irgendwann. So. Was haben wir hier? Kochplatte braucht. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was geht. Fuck. Aber jetzt mal ehrlich, hier sind überall Kakerlaken. Hier sind. Was ist hier? Haben wir hier eine Kiste irgendwo? Kann ich hier schlafen? Nee, ne? Schlafen kann ich hier nicht. Ich mag ja dieses Endzeit-Setting extrem sehr. Wirklich. Oh, scheiße. Ich kann doch hier bestimmt außen rumlaufen, gell? Ja, da dürfte mir eigentlich nichts passieren. Okay, abgeblockt. Ah, und tschüss. Wow, da sind ja noch mehr. Gib mir all den Scheiß her. Alter, wie lange bist du tot? Alle? Ich habe keine Ahnung, aber scheiße, wie lange bist du tot, Mann? Alles, was noch übrig ist? Ja, anscheinend. Digga, ich bin ja auch komplett neu. Einen starken Angriff? Ah ja, tatsächlich. Kommst du her? Wir nehmen einfach mal alles mit, was geht. Gib her. Okay. Da müssen wir raus, oder was? Geht das einfach? Nur übers Terminal. Nur übers Terminal. Kriegen wir hin. Haarklammer nehmen wir mit. Weil Haarklammer sind hier quasi in Skyrim die, Dietriche, tatsächlich. Oh Gott. Lebt denn überhaupt noch wer? Ja, du, der anscheinend nicht. Hat jemand nach draußen geschafft? Wir überleben das jetzt. Zwar mit dieser Waffe. Ah ja, hier, wir können uns auch heilen. Ah ja, guck mal. Wähle eine Favoritenwaffe mit... Okay. Drücke einen Favoritengegenstand mit... Und drücke A, um ihn zu benutzen, okay? Ah ja, ich verstehe. Kann ich was trinken? Ah ja, hier. Wir haben uns geheilt. Schön. Aber ich kann doch bestimmt... Kann ich speichern? Ja, tatsächlich. Schnell speichern. Auf geht's. Ich würde gerne mal wissen, wann ich das letzte Mal Fallout gespielt habe. Komm, lass mal gucken. Okay, das wird lustigerweise gar nicht bei dem Spiel schon angezeigt. Finde ich gut. Jedes Spiel ist neu. Oder mein alter Spielstand ist einfach jetzt gelöscht worden. Okay, noch eine Pistole. Nice. Und ich würde dich gerne aufmachen. Dich hole ich mir später. Ja, dich hole ich mir auf jeden Fall später. Koffer für Kryalator. Müssen wir uns merken. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das Anfangsgebiet für diese Waffe. Das Schloss sieht stabil aus. Ja, das kriegen wir so nicht. Was ist hier mit dem Terminal? Okay, Anweisung für Aufseher, vertraulich, bla bla bla. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des... Ja gut, das kennen wir schon. Betriebsprotokoll kennen wir auch. Aufseher-Logbuch. 23. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tech-Kontrolleure waren diese Woche da, um technische Abnahmen durchzuführen. Der Vault-Tech ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Wow! Systemdefekt, was haben wir hier? Komischer Vorfall heute mit Kapsel 3, C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kyrosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler im Vortex externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass Ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Okay, was war der 23. Ist passiert? Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kamen. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familien, die bis zur letzten Minute gewartet hatten. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles so schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kyro-Kammern in Frage zu stellen. Ja, scheiße, Alter. Da war ein fucking Atomschlag.
Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich hier noch unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage vorbei sind oder um sind, dann sind die verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Was haben wir noch? Die Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer viel von den wenigen Rationen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäule zu stopfen. Ja, nett. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt, einfach mal das Ding auf. Ah, Kacke. Und damit ist die Tür offen. Halte LT gedrückt, um mit deiner Waffe zu zielen. Das kriegen wir hin. Pam. Na. Und mit dem Wetz. Ja, komm, auf geht's. Das ist ein geiles... Ich mag das Wetz, ohne Scheiß. Das ist richtig geil. Das macht so einen Bock. Damit können wir nämlich richtig geile Körperteile anfixen. Müsste jetzt eigentlich passen, oder? Und nochmal ihn, oder? Ja! Doch! Nein, aber ich müsste nachladen. Danke. Gib mir mal den ganzen Scheiß hier. Du hast hier doch Red-Kakerlakenfleisch. Da! Kleines Drecksvieh, Alter. Wir müssen doch eigentlich bald da sein, oder? Drücke RS, um zu schleichen. Wenn du dich verbirgst, richtest du mehr Schaden an. Okay? Ja, tatsächlich. Wie gesagt, das muss man sich merken von Skyrim. Ja, ich weiß, ist scheiße. Alles kacke. Alles furchtbar. Ah. Achso, ich kann hier auch einfach schlagen. Das ist gut. Was haben wir hier? Das ist der... Fuck. Zur Aktivierung der Vault-Tür-Zyklus-Sequenz wird ein Pip-Boy benötigt. Schönen Tag noch. Ja super, wo ist der scheiß Pip-Boy? Der Pip-Boy, da müssen wir hier nochmal lang. Her. Hey, wo ist der fucking Pip-Boy? Also Pip-Boy ist quasi... Ach, da ist er doch. Das ist unser Terminal, tatsächlich. Ach, ist das schön. Der Pip-Boy. Tata! Apropos, Fun Fact. Wisst ihr, mit RT und LT wechseln wir. Wisst ihr, wofür dieser Daumen steht, wenn der Pip-Boy den Daumen so hoch hält? Das ist tatsächlich, um die Entfernung zum Atompilz zu messen. Ohne Scheiß. Habe ich letztens irgendwie per Fun Fact mitgekriegt. Richtig krass! Richtig krass! Das ist einfach um zu... Das, ich weiß gar nicht mehr, welche Meter das hat. Aber wenn du den Daumen zum Atompilz hinhältst, dann hat das eine ungefähre Meter Spannweite. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas, um zu messen, wie weit man davon entfernt ist. Richtig krass! Ohne Scheiß! Natürlich kann man den ja jetzt einfach nicht so an seinem Auge halten, sondern man muss den Arm, wie der Pip-Boy, einfach schon ausgestreckt halten. Das ist schon krass. Also wir haben jetzt hier natürlich unser Inventar, unser Zeug alles aufgesammelt. Wir haben hier die Stats, das Inventar, die Daten. Die Daten sind unsere Quest. Die Karte natürlich, das Radio. Das ist aber jetzt erstmal uninteressant.
So, und bevor wir jetzt hier diese Voltsteuerung machen, mache ich hier einen Schnitt. Es hat echt Spaß gemacht, ohne Scheiß. Ich muss erstmal die ganze Einstellung testen mit Volt, mit der Aufnahme, mit den Twitch-Einstellungen. Es hat echt Spaß gemacht. Geiles Spiel, hammergut, gefällt mir. Und ich werde wahrscheinlich gleich, wenn das alles mit den Einstellungen gut war, direkt einen neuen Part machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, es hat echt Spaß gemacht. Und in dem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann, haut rein. Tschüss und wir hören uns.